In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach im Unterfangenen leveln könnt. Und zwar gibt es ein neues Unterfangenen, und zwar ein Salzwasser-Unterfangenen. Davor hatten wir ein anderes, das ist seit ein paar Tagen da. Und ich zeige euch, wie immer, wie man das levelt. Und zwar sind die Belohnungen eigentlich immer gleich. Ich blende euch hier einmal ein, die Belohnung. Am Anfang kriegt man echt schlechte Belohnung. Also die meisten wollen bis Level 13 kommen. Dort bekommt man nämlich ein Ticket, womit man eine Waffe rekrutieren kann, egal welche Waffe, außer Kürbiswerfer oder die ganzen Albträume-Waffen und so. Da gibt es manche Ausnahmen, aber zum Beispiel wollen viele Deautomatisierer damit holen. Auf jeden Fall gibt es da ein Waffenticket auf Level 13. Aber das ist nicht alles, was man bekommt. Am Ende bekommt man sehr viele Überlebenden-Verbesserer ab Level 25, würde ich so sagen. Bis Level 50 bekommt man sehr viel Verbesserer und Fallenverbesserer, Waffenverbesserer, Heldenverbesserer, das lohnt sich auf jeden Fall super, vor allem wenn ihr ein etwas höheres Level seid. Also ich bin jetzt 123, ist nicht ganz so hoch, aber wenn man die Überlebenden, ich zeige euch das einmal, wenn die Überlebenden auf Max Level gemacht habt, ich habe viele epische, ich müsste hier eigentlich legendäre haben, aber ich habe gerade keine legendären gefunden, aber die gehen halt nur noch mit, guckt, ich brauche Überlebendenverbesserer, um die zu leveln, also brauche ich den Überlebendenverbesserer. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr ganz einfach Unterfangene levelt. Und das Wichtigste ist einmal, ihr seht ja hier bei den Belohnungen, ihr bekommt Unterfangene, damit euer Blitzlevel, was ihr hier oben links seht, sich verändert. Weil eigentlich bin ich ja, wie ihr hier seht, links 123, aber in Unterfangenen fängt man bei Level 1 an. Und damit das Level sich levelt, müsst ihr Missionen machen, dort bekommt ihr Unterfangenen-EP und dann erhöht sich euer Level. Und zwar bin ich da einmal auch 123 gewesen oder sogar 124. Das geht hier relativ schnell. Und zwar solltet ihr Missionen machen, wie ich hier unten links seht, bei der Belohnung, wo ihr 2600 Unterfangenen EP bekommt. Also umso höher die Zone, umso mehr bekommt ihr. Ich hatte früher Zonen, da hat man 15.000 Unterfangenen EP bekommen für eine Mission. Am Anfang bekommt man natürlich nicht so viel, aber es lohnt sich nicht die Mission, wo einfach nur steht Unterfangenen-EP. Das sind vielleicht 1000 oder so. Also macht schon Unterfangenen-EP, wo eine Zahl steht, also zum Beispiel 2600, dann später 4000. Ich habe noch nicht damit angefangen, aber ich werde das auf jeden Fall heute machen. Also macht auf jeden Fall die Mission, wo da steht, dass es mehr bringt. Dann geht's weiter, und zwar auch, was viele vergessen, aber das ist auch sehr, sehr wichtig, bei Auftragsbeschreibung. Da geht ihr einmal drauf und dann drückt ihr Unterfangenen Herausforderungsaufträge, wo ich gerade drauf bin. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Guck mal, wie viel Unterfangenen EP ihr bekommt. Das gleiche hier, das gleiche, also überall gleich. Das wird auch immer mehr. Und hier zum Beispiel müsst ihr hier, schließe eine Mission in einer Salzwasser-Unterfangenen-Zone ab. Also ihr müsst einfach eine Mission machen, die sind ganz leicht. Am Ende bekommt ihr hier nicht nur Unterfangenen-EP, wenn ihr so circa Level Lohnung, manchmal Überlebenden-Verbesserer, manchmal bekommt ihr hier, wie heißt das, Fallen-Verbesserer und Helden-Verbesserer bekommt ihr hier. Waffen-Verbesserer sind Level, relativ selten, da bekommt ihr die ganz am Ende. Und ich glaube auf Level 25 oder so, ich blende euch das nochmal ein, da seht ihr die Belohnung. Und das sind auf jeden Fall die effektivsten Methoden, und zwar einmal diese Mission. Die sind ganz einfach, hier bekommt ihr auch gute Belohnung. Wenn ihr die nicht macht, dann werden die auch nicht ausgetauscht, die Mission. Also solltet ihr die machen, damit ihr, wenn ihr ein höheres Level seid, auch höhere Belohnungen in den Herausforderungsaufträgen bekommt. Was ihr auch noch nicht unterschätzen solltet, hier gibt's, Gruften sind wieder drin, das ist übelst nice. Zum Beispiel eine, das hier, das mit den Piraten. Da bekommt ihr auch Unterfangenen-EP, weil das gehört zur Story von Salzwassergebieten. Also solltet ihr dies auch machen. Hier bekommt ihr außerdem mythische Helden und das lohnt sich auf jeden Fall. So, außerdem bekommt ihr hier Piratentickets, was sich auch übelst lohnt, denn es gibt neue Lamas jetzt, die auf jeden Fall euch damit kaufen solltet, denn dann bekommt ihr exklusive Waffen, die man nur während des Salzwasserunterfangenen bekommt. Und die man sonst eigentlich rekrutieren müsste mit Waffentickets. Also lohnt sich das auf jeden Fall. Ihr könnt eure Helden verbessern und ihr bekommt sehr viel Unterfangenen-EP. Und euer Blitzlevel, also euer echtes Blitzlevel, steigt auch davon. Das soll es mit dem Video gewesen sein.